Eine reine Wählerverarsche. Der Koalitionsausschuss hat auch einen Kompromiss zur Reform des Wahlrechts gefunden. Weil der Bundestag zuletzt immer größer geworden ist, soll die Zahl der Abgeordneten sinken. Union und SPD planen dafür 2 Stufen. Bei der Wahl im kommenden Jahr soll es weniger Ausgleichsmandate geben. Danach soll die Zahl der Wahlkreise um 19 auf 280 verringert werden. FDP, Linkspartei und Grünen geht dieser Schritt nicht weit genug. Sie kritisierten die Koalitionspläne als völlig unzureichend. Dieser Bundestag ist so voll wie nie. Das war vor Corona. Bilder von der konstituierenden Sitzung 2017. Überhang und Ausgleichsmandate sorgen für Platzmangel im Parlament. Wenn eine Partei mehr Erststimmen erhält, also Direktmandate, als ihr laut Zweitstimmenergebnis zustehen, entstehen Überhangmandate. Aktuell 43 bei der Union und 3 bei der SPD. Die werden durch Ausgleichsmandate ergänzt, um keine Partei zu benachteiligen. Die Überhang- und Ausgleichsmandate werden von Jahr zu Jahr mehr, auch weil die großen Parteien Union und SPD immer weniger Zweitstimmen bekommen, trotzdem aber noch viele Direktmandate holen. Das soll jetzt geändert werden durch eine Wahlrechtsreform. Union und SPD haben sich nach langem Hin und Her geeinigt. Beim Thema Wahlrecht, nach 7 Jahren eine Einigung. Persönlich hätte ich mir ein bisschen mehr vorstellen können, aber Politik ist ein Kompromiss und insofern bin ich zufrieden. Das ist im Ergebnis jedenfalls etwas, das uns erwarten lässt, dass der Bundestag deutlich kleiner wird und dass er trotzdem fair zusammengesetzt ist und das Wahlergebnis richtig wiedergibt. Heißt, erstmal kommt eine kleine Reform für die kommende Wahl. Einige Direktmandate sollen parteiintern verrechnet, bis zu 3 Überhangmandate zudem nicht mehr ausgeglichen werden. Das sei ein Vorteil für die Unionsparteien, kritisiert die Linke. Was die Koalition beim Thema Wahlrecht als Kompromiss vorgelegt hat, ist, wie man bei uns im Norden sagt, die FDP fordert weniger Wahlkreise. An der Zahl der Wahlkreise hängt die Wahrscheinlichkeit für Überhangmandate und an der entsprechenden Ausgleichsmandate. Das heißt, die Wahlkreiszahl ist der dreifache Hebel, um einen XXL-Bundestag zu verhindern. Eine große Reform mit weniger Wahlkreisen soll 2025 kommen. Darauf haben sich Union und SPD gestern Abend verständigt. Die Eckpunkte dafür sollen noch in dieser Legislatur festgelegt werden. Zu den Ergebnissen des Koalitionsausschusses jetzt Tina Hassel live aus Berlin. Auch ohne die scharfe Kritik der Opposition, und zwar quer durch alle Parteien, ist den Koalitionsspitzen bewusst, dass sie sich nur auf einen ersten Trippelschritt geeinigt haben im Kampf gegen den immer größer werdenden Bundestag. Wenn sie nicht einmal genau bemessen können, wie viele Mandate tatsächlich eingespart werden, zeigt das nur, wie zäh die Kompromisssuche war. Am Ende ging es darum, eine komplette Blamage zu verhindern und zu beweisen, dass die Regierung noch handlungsfähig ist und nicht bereits im Wahlkampfmodus, auch wenn der Finanzminister ab jetzt ja auch offiziell SPD-Spitzenkandidat ist. Eine reine Wählerverarsche.